Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Schwarz 2. Im letzten Part haben wir uns ein wenig in der wunderschönen Stadt Ondula umgesehen und auch schon einige Trainerkämpfe hier auf Route 14 bestritten. Damit geht es jetzt auch weiter. Ach, es ist eine Reihe Umkampf. Okay. Wie ich ja schon mal sagte, ich finde es ganz cool, dass sie die drei Umkämpfe und Dreierkämpfe so ein bisschen häufiger eingebaut haben als in Schwarz und Weiß. Also da gab es die ja echt nur ganz, ganz, ganz selten. Wen habe ich dabei? Dich noch. Das ist alles so ein bisschen schwierig. Machen wir einfach mal Kraftwelle und gucken, wie du drehst. Du drehst natürlich genau auf Tangela. Ich mache jetzt aber mal weiter, weil ich nämlich davon ausgehe, dass du das nochmal drehen wirst. Das macht nur alles leider nicht so viel Schaden, wie ich gerne möchte. Aber jetzt irgendwie eine andere Attacke zu machen, ist ein bisschen riskant, weil ich habe irgendwie nichts, was gegen alle Pokémon gut wäre. Feuer wäre gegen alle drei eigentlich ganz praktisch. Du jedes Mal deine Pokémon drehst. Es ist schwierig. Oh, sehr schön. Wenn ich Schaufler mache, ist mir die Gefahr ein bisschen groß, dass er da währenddessen natürlich dreht. Dunkelklaue, Rückkehr, naja. Aber jetzt müsste ich mal drehen. Versuchen wir es doch mal mit Eissturm und gucken, was er macht. Du legst Stachler aus, aber wenn ich meine Pokémon drehe, dann dürfte ich ja keinen Schaden bekommen. Das wäre es ja doch, Stachler-Schaden im Reihumkampf. Und nochmal weiter mit Eissturm. Ich finde das ganz praktisch, dass man die Initiative damit auch noch senken kann. Und in dem Fall, der Stampfer hat auch keine Wirkung. Ich denke übrigens nicht, dass wir uns noch lange hier auf der Route aufhalten werden. Das ist schon mal super gewesen. Weil, soweit ich mich erinnere, sind wir jetzt auch schon fast da. Ich werde immer mal weiter mit Eissturm angreifen, denke ich. Vor allem, wenn du so nett bist und die Pokémon nochmal drehst. Das ist immer so ein bisschen doof im Reihumkampf, wenn man keine Attacke hat, die wirklich gegen alle Pokémon was bringt. Du hast halt immer das Problem, du weißt nie, was der Gegner macht. Und das ist immer so ein bisschen doof. Ich meine, selbst jetzt, was soll ich gegen Panzer Aeron machen? Oh, Erdkräfte. Erdkräfte ist super. Schaufler hat eine Stärke von 80 und Erdkräfte hat 90. Deswegen tausche ich das mal aus. Und Libellra kann man ja sowohl physisch als auch speziell spielen, deswegen. Und Erdkräfte ist halt keine Doppelattacke. Ich finde es aber echt gut, dass man auch vorher nicht sehen kann, ob es ein Reihum- oder ein Dreierkampf ist. Das ist immer ganz schön, wie ich finde. Weil Doppelkämpfe, klar, Doppelkämpfe siehst du ja auf den ersten Blick, aber die hier nicht. So. Haben wir es endlich. Meine Güte. Es war eine schwere Geburt. Aber gibt gute Erfahrungspunkte. Ich bräuchte aber mal einen Paraheiler. Ich habe den Trainer da oben übrigens nicht vergessen. Den suche ich gleich auf. So. Geht jetzt erstmal hier noch das Stückchen weiter. Es ist, glaube ich, echt nicht mehr vorbei. Tipps für Trainer. Die maximale Anzahl der PC-Boxen beträgt 24. Das bedeutet, dass sich darin bis zu 720 Pokémon aufbewahren lassen. Und ich wette, selbst manchen Leuten ist das nicht genug. Ach komm, wir gehen doch mal hier lang. Ach ja, ich habe ja überhaupt keinen Topschutz aktiv. Naja. Dann sehen wir zumindest mal, was es hier für coole Pokémon gibt. Nämlich zum Beispiel trifft Zeppeli auf Level 38. Das ist jetzt nicht so das beste Matchup, muss ich immer so sagen. Ein Top-Trank, okay. Was gibt's hier noch so? Enteron und Driftzeppeli. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Nicht für dieses Matchup, aber prinzipiell glaube ich, dass ich hier wirklich gut trainieren kann.
wenn ich die passenden Pokémon vorne habe. Hi. Eine dynamischen Pokémon habe ich mir in ganz Einal zusammengeangelt. Oh, dann zeig mal her. Karpador, Karpador, Karpador und Barschwa oder so. Nee, Sterndu. Okay, Sterndu ist schon mal so ein bisschen besser als Karpador. Du bist aber nur Wasser, ne? Starmie ist Wasserpsyche, aber du hast nur Wasser. Du kriegst von mir jetzt trotzdem eine dunkle Klaue ins Gesicht. Zack. Wo kam Skyroball? Okay, ich habe mich noch nie so mit Sterndu auseinandergesetzt, deswegen. Weißt du, dass Starmie wirklich viel lernen kann, also auch Donnerblitz und sowas, was ich immer ganz cool finde. Ach ja, du kriegst ja die speziellen Punkte durch das Glücksei. Stimmt, ich erinnere mich. Und nochmal Dunkelklaue. Also ich glaube, die Idee war gar nicht so schlecht, ihm das beizubringen. Der Whirlpool sieht irgendwie ziemlich episch aus in diesem Spiel. Muss ich ja mal so sagen. Du wirst mich trotzdem nicht kleinkriegen. Zack. Jetzt will ich aber noch schauen, was auf der anderen Seite des Flusses ist. Ich meine, gut, da ist der Wasserfall, wo ich nicht hochkomme, aber ich kann ja da an Land gehen, wenn man mich lässt. Barschruft. Barschruft ist so, ja, es guckt immer so grimmig und es hat keine Weiterentwicklung. Ich meine, ich habe ja prinzipiell nichts gegen Pokémon, die keine Weiterentwicklung haben, aber Barschruft hätte doch mal einen nötig, glaube ich. Ich will zu diesem Trainer. Oh, Wablu! Wablu war auch so ein Pokémon, wo ich mir echt überlegt habe, ob ich sie ins Team nehmen soll als Flug-Pokémon. Es war so Libeldra, eventuell Wablu, aber irgendwie, ich weiß nicht. Los, meine geliebten Käfer-Pokémon! Ich mag Wablu sehr gerne, aber Wablu ist so ein Pokémon, was, wenn man es am Anfang direkt hat, auf einem niedrigen Level, wahnsinnig viel Training braucht. Und, gut, hier bekomme ich es ja schon auf 33, es entwickelt sich auf 35, aber irgendwie hat Libeldra dann doch ein paar mehr Vorteile gehabt. Allein wegen der vierten Arena. Ich bin auch schon auf die nächste Arena gespannt. Professor Escher hat uns ja quasi schon gesagt, was es für eine ist. Lysander ist ja der Experte für Drachen-Pokémon. Problem ist einfach, dass ich vorher keinen Eisstrahl kriege. Das ist so ein bisschen. Warum habe ich jetzt eigentlich Kraftwelle gemacht? Das war irgendwie dumm. Egal, ich probiere einfach mal alle Attacken einmal durch, bis ich was Passendes gefunden habe. Klingt nach einem Plan. Also den Eisstrahl kriege ich leider erst nach der Arena. Die TM gibt es in diesem Spiel, aber wie gesagt, erst nach der Drachenarena. Was ein bisschen ärgerlich ist, ich hätte den gerne für die Arena gehabt. Komm, jetzt noch Rückkehr, dann haben wir alles einmal durch. Deswegen muss ich da mit Eissturm reingehen, was ja prinzipiell nicht verkehrt ist. 55 plus Step plus sehr effektiv. Macht also schon einiges an Schaden natürlich. Mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber ich mache mir da trotzdem immer Sorgen. Ich meine, vom Level her muss ich halt gucken, wie hoch ich bin. Wenn ich da ankomme, dann kann ich ja immer noch trainieren. Das ist jetzt nicht so mein Problem, aber ich weiß, dass Lysander ziemlich heftige Drachen-Pokémon hat. Dazu dann später mehr, wenn es soweit ist. Ach ja, die Giftspitzen waren ja draußen. Ich erinnere mich, da war ja was. Die habe ich gerade komplett vergessen. Wow. Und ich habe da schon so ein bisschen Angst, weil Drachen-Pokémon können echt böse sein. Also so richtig böse. Vor allem in diesem Spiel ist die KI ja auch recht gut, muss man sagen. Und dann werden die Pokémon auch gerne mit bestimmten Items gespielt. Und deswegen habe ich da schon so ein bisschen Respekt vor dieser Arena. Ich meine, zur Not, klar, ich könnte auch noch mein Libeldra, was ich bis dahin wahrscheinlich haben werde, einsetzen. Aber Libeldra lernt, glaube ich, auf Level, weiß ich nicht, 55 oder so. Da ist nichts mehr, okay. Drachenklaue und 55 werde ich bis dahin nicht haben. Dementsprechend müsste ich dann damit Feuerrotem reingehen. Und naja, ich glaube, da komme ich nicht weit. Und
Weil dann natürlich eine andere Drachenattacke kommt, dann ist mein Libeldra, glaube ich, recht schnell weg. Deswegen muss ich mich da quasi auf Kati verlassen. Mal gucken. Hab ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber ich hab jetzt schon Schiss. Muss ich ja mal so sagen. So, ich glaube, das ist das Ende von Route 14. Es sieht aber auch echt hübsch aus mit dem ganzen Wasser und den ganzen Wasserfällen. Das ist so episch, wie die da alle stehen. Ohne Sinn und Zweck tanzen wir. Genauso verschwinden wir von hier. Das ist so episch. Die lassen einen einfach nicht durch. Die sagen noch nicht mal, was dahinter ist. Die stehen einfach im Weg und lassen einen nicht durch. Es ist ja eigentlich unverschämt, aber irgendwie ist es auch witzig. So, Body. Nein, nicht Tausch. Nee. Fliegen. Zurück nach Ondula. So sieht das Fliegen in diesem Spiel aus. Ach ja, schon praktisch. Ich meine, Libeldra, ich weiß nicht genau. Also Libeldra, klar, fliegen, aber Vibrava ist doch eigentlich nicht sonderlich groß, oder? Ich meine, andererseits, man kann auch auf einem Taubsi fliegen. Ich weiß immer noch nicht, wie man das macht, ob man sich dann so an die Füße dranhängt. Das arme Taubsi. Aber irgendwie funktioniert es ja scheinbar. Dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Das ist schön. Dann wollen wir uns doch jetzt noch mal ein bisschen die Bucht von Ondula angucken. Ich werde mal hier auf meinen Admurai draufsteigen. Aber ich glaube, ich werde mal Topschutz aktivieren. Auf ungebetene Gäste habe ich jetzt ehrlich gesagt wenig Lust. Wo ist denn mein Topschutz? Hier ist Superschutz, aber wo ist mein Topschutz? Nee. Da, meine Güte. Manchmal bin ich auch blind. Okay, da ist schon mal ein Alter und da ist schon mal eine Trainerin. Gekauft. Ich mag übrigens auch diese kleinen Sandbänke, die immer im Wasser sind. Dann hat man nämlich nicht immer nur Schwimmer, sondern auch mal normale Trainer. Das ist ganz angenehm. Auch wenn die auch Wasser-Pokémon einsetzt. Aber das ist nicht immer der Fall. Pelipper, Level 40. Ich glaube, da ist Michi echt nicht die richtige Wahl. Also gegen Wasser-Pokémon hätte ich gesagt, okay, kein Ding. Aber gegen Wasserflug, ich denke nicht. Lina, dein Auftritt. Ach, du hortest dich nur. Na, dann mach du mal. Pelipper hat das gleiche Problem wie Swarones. Die Typkombination ist echt nicht gerade vorteilhaft. Generell, wenn du eine Vierfachschwäche hast, ist das natürlich nicht gerade toll. Wenn du eine Vierfachschwäche hast gegen eine Attacke oder gegen einen Pokémon-Typ, der aber sehr häufig vorkommt, wie Elektro, dann hast du echt so die, naja, die Arschkarte. Pff, das ist leider so. Wobei ich muss sagen, ich mag Pelipper eigentlich sehr gerne, weil es hat in Mystery Dungeon Team Rot und Blau einem immer die Post gebracht. Das fand ich immer ganz schön. Oh, Ladungsstoß. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Die Frage. Juwelenkraft setze ich zwar eigentlich bislang nie ein, könnte aber vielleicht ganz hilfreich sein. Rückkehr als Normalattacke. Voltwechsel würde ich eigentlich schon ganz gerne drin lassen, weil das ist schon ganz praktisch. Ich könnte ja eigentlich auf den Donnerschlag verzichten, der ist sowieso physisch. Ich glaube, Ladungsstoß ist aber speziell, ne? Ja. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Machen wir das so. Ja, Pelipper hat uns immer die Post gebracht, das fand ich immer ganz schön. Und Swarones mag ich sehr gerne wegen Mystery Dungeon 4. Da ist es ja die Leiterin der Herberge. Ladungsstoß. Oder auch nicht. Starmie, ich hasse dich. Das war so unnötig. Ich kann dir gar nicht sagen, wie unnötig das war. Das war genauso unnötig, Lina. Komm schon. You can do it. Geht doch. Ladungsstoß, das habe ich komplett vergessen, dass sie noch Ladungsstoß lernt.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, jetzt musst du halt, bis du deinen Donnerblitz kriegst, mit Donnerschlag weitermachen. Aber ja, da war ja noch der Ladungsstoß. Das ist schön. Gut, gut. Dann schaffe ich mal weiter nach oben. Ich mag übrigens die Färbung von dem Wasser, habe ich das schon mal gesagt? Ich finde das hier sehr, sehr schön gemacht. Diese dunkleren Stellen hier, die könnte man eventuell identifizieren, wenn man andere Pokémon-Spiele gespielt hat und eins zusammenfassen kann. Du hast ein Mantyps. Okay. Mein Mantyps ist ja auch. Ist Mantyps Wasserflug? Also Mantax, ja. Mantyps weiß ich gar nicht genau. Aber ich habe irgendwie... Mantax ist für mich genau wie Garados. Das sind für mich Wasser-Pokémon. Dass die noch einen Zweityp haben und dann auch noch gerade Flug, ist so ein bisschen komisch. Generell alle Pokémon, die Flug als Zweityp haben. Wieso können die nicht fliegen? Aber gut. Hi. Wenn die Pokémon sich die Attacken um die Ohren hauen, ist das sehr faszinierend. Also so wie sie das ausgedrückt hat, klingt das irgendwie gar nicht so nett. Also hätte sie gesagt, Pokémon-Kämpfe sind faszinierend, aber wenn man bedenkt, dass sich da zwei Pokémon bekämpfen und sich gegenseitig wehtun, naja. Ich glaube, aus der Perspektive sollte man es lieber nicht sehen. Und da mit Marmolida. Marmolida sieht für mich immer aus, als hätte es sich die Augen geschminkt. Immer. Sieht aus, als wenn es Eyeliner drauf hätte. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Sieht einfach so aus. Macht die Rückkehr mehr Schaden? Ich weiß, dass Marmolida ziemlich viel aushält. Überflutung. Änderst du jetzt nicht meinen Typ? Ja. Jetzt habe ich ein Wasser-Lucario. Wieso änderst du meinen Typ auf Wasser und greifst mich mit einer Wasserattacke an? So gerne ich immer sage, dass die KI hier wirklich ein bisschen schlauer ist, und das stimmt auch, aber manchmal ist sie einfach strohdumm. So, Level 40, das ist schön. Wen schicke ich denn dann mal nach vorne? Es ist hier auf dem Wasser ein bisschen schwierig, aber ich schicke jetzt mal René nach vorne, weil der kann zumindest noch Schlitzer. Kann er sich ein bisschen wehren. Ach ja, da war ja was. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Mich erst hier noch ein bisschen umsehen. Genau, da warst du. Hi. Mein Team und ich, wir lieben und kämpfen ausschließlich. Wir leben und kämpfen ausschließlich im Wasser. Fast richtig. Man sollte auch gucken, was da steht. Oh, ein Seejung. Ich mag Seejung. Ich habe auch lange überlegt, ob ich mir einen Mopsy ins Team holen soll, weil ich finde Seemops und Seejung so süß und weil Reiser ist ziemlich cool. Aber, ja. Ich würde mir wahnsinnig gerne eins ins Team nehmen, weil ich meine, guckt es euch an, es ist einfach nur niedlich. Ich liebe ja sowieso Seerobben. Also Seerobben, ne, sind total süß, aber es ist so dick und rund und kugelig und hat diese kleinen Floschen und diesen Bart, das ist einfach so süß. Ja. Ich werde mir auf jeden Fall mal irgendwann eins ins Team nehmen. Aber es ist halt immer schwierig. Ich habe jetzt ja schon mein Atmurai und dann noch ein Wasser-Pokémon. Finde ich zwar prinzipiell nicht weiter schlimm. Ich spiele gerne mit zwei Wasser-Pokémon. Vor allem, wenn eins Wassereis ist, aber ja. Hat sich jetzt hier einfach so nicht ergeben. Na, du bist nicht untergegangen. Das ist auf jeden Fall ein Teilerfolg. Ich glaube, ich lasse René einfach mal vorne mit seinem Schlitzer. Hier in der Ecke noch irgendwie was? Nein, okay. Bei Badi ist ein bisschen schwierig, hier einzusetzen. Hier in der Ecke noch irgendwas? Nein. Amde ist, glaube ich, auch nicht die beste Wahl. Kommst du bitte mal zurück? Hallo? Danke.
Das zweite Meer am Ondola ist die perfekte Kulisse für einen Pokémon-Kampf. Das stimmt. Ja. Und Kati ist, glaube ich, hier auch nicht so extrem gut. Ich meine, ich könnte Unheilböen einsetzen. Oh, aber da habe ich nur 5 AP von, deswegen schenke ich mir das mal. Und werde hier einfach mit René, Michi und Lina so ein bisschen aufräumen. So viele Trainer sind hier ja auch wieder nicht. Und es tut mir leid, dass ich dir wehtun muss. Ich finde dich total knuffig. Es ist so kugelig und es guckt so süß. Und in Pokémon Smaragd hat es voll die niedliche Animation, da rollt es sich so. Und in Pokémon Kolosseum oder beziehungsweise in Pokémon XD wackelt es immer so hin und her, das ist so niedlich. Das kann dann Malina machen. Ich mag Seemops und Sejong, weil Reiser ist so ein bisschen, naja, aber... Weimar, was sagst du denn zu meinem Ladungsstoß? Da stehst du doch bestimmt drauf. Eine ganz elektrisierende Erfahrung, ne? Okay, und das war's. Ich glaube, ich habe da oben jetzt auch schon gesehen, dass da wieder Ende war, ne? Ja, da ist Ende im Gelände. Hatte ich dich schon? Nein, offensichtlich nicht. Okay. Ich habe gegen die Leiter alle Pokémon-Arenen dieser Welt gekämpft. Und verloren höchstwahrscheinlich. Mit einem Pokémon, ernsthaft? Mit einem Behaschung? Okay, vielleicht hat er auch noch mehr Pokémon auf der Box. Das kann ja sein. Vielleicht hat er sich gedacht, er möchte eine Runde schwimmen gehen und hat seinen Barschuft nur mitgenommen, falls er irgendwann mal eine Pause braucht. Und dann kann er auf seinem Barschuft rumsurfen. Vielleicht hat er ja voll die starken Pokémon eben in seinen Boxen. Das kann ja sein. Trotzdem wird es jetzt aufgeschlitzt werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Fisch gar nicht so gerne. Ich esse Fisch, es kommt immer auf die Sorte an, aber wenn, dann mag ich eigentlich eher so Fleisch. Also Fisch ist eigentlich so, ja, muss ich nicht haben. So, das warst du. Da unten ist wieder die Insel und da geht's dann weiter hoch. Kam ich da schon wirklich weit rein? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich gucke einfach mal nach. Nee, genau. Da stand er. Das hier ist die Strandgrotte. In die Strandgrotte werden wir auch noch reingehen. Es ist so ein bisschen wie der alte Fluchtweg. Man kommt von 2 Seiten rein, aber nicht wirklich weit. Wenn du hier vorbei willst, musst du erstmal meine robuste Wenigkeit und meine Kiesling bezwingen. Meine Kiesling und ich kämpfen allerdings nur gegen starke Gegner. Das ist unser Motto und, robust wie wir sind, weichen wir davon nicht ab. Kiesling. Okay, hier kommen wir erstmal nicht durch. Ja. Dann sind wir hier, glaube ich, fertig in der Bucht. Das trifft sich ganz gut, weil ich wollte jetzt sowieso langsam den Part beenden. Dann gehe ich mich jetzt noch einmal fix heilen. Und dann geht es im nächsten Part weiter mit der Route... nördlich von hier, würde ich sagen. Klingt nach einem Plan. Hi. Haben aber auf jeden Fall schon einiges geschafft, muss ich sagen. Ich meine, wir haben 6 Orden, unsere Pokémon sind um Level 40, das ist doch schon einiges. Also wäre das hier Gold, Silber, Kristall, Hard Gold, Soul, Silver, wäre ich jetzt schon bei der Pokémon-Liga. Aber da ist die Levelkurve ja auch ein bisschen anders. Gut. Aber ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Schwarz 2 und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.